Balance dein Leben. Hallo, herzlich willkommen bei Naturtanz. Heute geht es in diesem Video um stürmische Zeiten, wie du die Kraft, die innere Ruhe und die Balance in stürmischen Zeiten beibehältst. Das zeige ich dir gleich. Viel Spaß damit. An manchen Tagen ist es sehr stürmisch und es ist nicht immer ganz leicht, im Gleichgewicht zu bleiben. Was du dafür tun kannst, das zeige ich dir jetzt. Zu Anfang der Yoga-Einheit, komm zu dir, atme, streck dich und reck dich. Ein kleines Warm-up hilft deinem Körper, sich darauf vorzubereiten, in Bewegung zu gehen. Du kannst dich schütteln, du kannst dich dehnen und strecken und jede Zelle deines Körpers wachrütteln. Beginne Hüftgelenks schmal, die Knie leicht gebeugt, den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen, die komplette Einheit. Das Standbein gerade strecken und das eine Bein ganz locker nach vorne und hinten pendeln. Hab diese circa zusammengezogen, Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, um das Gleichgewicht zu halten. Andere Seite. Standbein ist gestreckt, Sitzhöcker sind aktiv, den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen. Ich habe hier erschwerte Bedingungen, denn der Wind, ihr könnt das vielleicht zu Hause nicht sehen, ist ziemlich stark hier auf Irland. Beide Füße erden, die Hände zum Namaste vors Herz, Bauchnabel fest, Sitzhöcker aktiv. Kiefer entspannen und wir beginnen mit dem Baum. Spür, wie dein einer Fuß, dein Standbein nach unten verwurzelt ist und die Krone des Kopfes, dein Kronenchakra, nach oben strebt. Und dann auf die andere Seite. Dein Fuß auf deinen Oberschenkel platzieren, den Kiefer entspannen, dir selbst ein Lächeln schenken, der Blick geradeaus und liebevoll. Und das Ganze nochmal. Bauchnabel fest, Sitzhöcker aktiv und halten. Halten und loslassen. Nächste Position. Schnapp mit deiner Hand dein Fußgelenk, zieh den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, nicht zu sehr ins Hohlkreuz, Standbein gerade und der andere Arm zieht geradeaus. Ich habe dabei immer ein Bild von Wonder Woman. Tanzende Shakti. Und das Ganze auch auf die andere Seite. Fußgelenk schnappen, Bauchnabel aktiv und nach vorne strecken, so weit es dir möglich ist. Es geht nicht darum, besonders hoch zu kommen, sondern dein Gleichgewicht zu halten. Die Fingerspitzen aktiv und der Blick geht über die Fingerspitzen, über die Hand. Und lösen. Sehr schön. Wunderbar. Ihr seht sogar an der Kamera, der Wind ist ziemlich stark. Und das Gleiche machen wir nochmal. Und dann streckt das Bein aus und komm in die Fliegerposition. So gerade und waagrecht, wie es dir möglich ist. Bauchnabel aktiv, Standbein strecken. Und noch einmal nach vorne kommen und halten. Halten. Oh. Sehr schön. Konzentrier dich. Streck dich auseinander und zurücklösen. Wunderbar. Noch einmal von der tanzenden Shakti ausstrecken in die Waagrechte, in die Fliegerposition. Aktivität von den Fingerspitzen bis in die Fußspitzen. Wunderbar. Während ich hier Yoga praktiziere, gehen die Iren bei dem Wetter baden. Ihr seht, alles ist möglich und wir wollen das Ganze noch einmal starten. Mit Ein- und Ausatmen im Flow, einatmen in den Baum
Halten, ausatmen, tanzende Shakti. Ihr seht, das Gleichgewicht zu halten ist auch für mich nicht immer einfach hier bei dem Wind. Einatmen und lösen und in die Fliegerposition nach vorne kommen. Und zurück, andere Seite. Positionier dich, Bauchnabel nach innen ziehen. Einatmen in den Baum. Ausatmen, tanzende Shakti. Einatmen, lösen, ausatmen, in den Flieger nach vorne. Und wenn möglich, das Ganze nochmal. Einatmen. Ausatmen, tanzende Shakti. Einatmen. Ausatmen in die Fliegerposition, streck dich in die Länge und komm so gerade wie möglich. Lösen, kurz entspannen, Füße am Boden platzieren und noch einmal auf die andere Seite einatmen, in den Baum. Ausatmen, tanzende Shakti. Einatmen. Und ausatmen in die Fliegerposition. Halten, lösen und entspannen. Und als nächstes das Ganze nochmal. Einatmen in den Baum. Ausatmen, tanzende Shakti. Einatmen. Ausatmen in die Fliegerposition. Und ein bisschen schummeln, wenn möglich. Einatmen in den Baum. Ausatmen, tanzende Shakti. Einatmen, lösen. Und ausatmen in die Bar, in die Fliegerposition. Und jetzt alles ausschütteln. Lockern. Hüfte lockern. Lockern. Shimmies. Danke fürs Praktizieren. Ich hoffe, du bist jetzt schon ruhiger. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich danke dir fürs Dabeisein. Denk daran, zu liken, meinen Kanal zu abonnieren und auch auf Instagram und Facebook vorbeizuschauen. Ich werde mich jetzt hier noch eine Weile hinsetzen. Auf Wiedersehen und tschüss, bis bald.